Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog heute. 12 Tage nach meiner Verletzung beim Wasserski probiere ich mal aus, wie es funktioniert. Weswegen ich das so schnell ausprobiere, erzähle ich euch nach dem Intro. Ich laufe heute hier im Schneckentempo durch die Gegend, weil ich übermorgen einen Lauf angesetzt hatte. Den Strong Viking in Wächtersbach, den ich mit ein paar Kollegen zusammen laufe, werdet ihr sehen. Aber heute muss ich mal probieren, ob es funktioniert überhaupt. Nach meinem Muskelfaserriss, bei dem ich echt nicht laufen konnte, gar nichts mehr konnte. Nicht mehr Treppe rauf, Treppe runter, gar nichts. Und momentan auch nicht so fit bin, aber ich laufe wirklich im Schneckentempo gerade durch die Gegend. Einfach nur, um bei diesem Strong Viking mitmachen zu können und irgendeine Distanz hinzubekommen. Mal gucken, wie es läuft. Voll scheiße. Aber es nervt mich schon, dass ich mich da angemeldet habe und da nicht mitmachen kann. Kostet ja eine Stange Geld, der Rotz. Ja, ich guck mal. Ich laufe wirklich total easy peasy langsam. Fast im Stehen sogar. Aber ja, mal gucken, wie weit ich komme. Und ob dann mein Oberschenkel hält. Ja, bis gleich. Ja, ich bin jetzt so einen Kilometer gelaufen. Ich muss sagen, mein Oberschenkel fühlt sich nicht so geil an. War auch nicht so schlimm. Aber irgendwie bezweifle ich, dass ich das 90 Kilometer durchhalten würde, wie der Lauf übermorgen angesetzt ist. Aber ich habe noch 2 Tage. Ich werde noch ordentlich mit Retterspitz einschmieren. Und dann sehe ich mal, was bei rauskommt. Es wurde in den letzten 5-6 Tagen immer wieder besser. Wirklich fast stündlich konnte ich besser die Treppen hoch, Treppen runter. Und von daher glaube ich, dass es gar nicht mal so übel sein wird. Es gibt ja 3 verschiedene Distanzen beim Strong Viking. Ich glaube 5 Kilometer oder 6 Kilometer. Dann die 12 Kilometer Variante und dann die XL-Variante mit 19. Die werde ich nicht schaffen, glaube ich nicht. Aber vielleicht schaffe ich es. Vielleicht schaffe ich es bis zur M-Variante. 12 Kilometer. Und wenn ich da verdammte Scheiße dadurch spazieren gehe, durchs Ziel, ja, mal gucken. Geht so. Ich fühle mich gleich, ich melde mich gleich, wenn ich Richtung Heimat bin. Mal sehen. Ich habe jetzt 2 Kilometer hinter mir und es geht so. Also, halt. Hallo! Ja, halt hier ein bisschen. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, dass ich heute ohne Tape gelaufen bin. Übermorgen werde ich mit Tape anlegen lassen. Wird zwar nicht lange halten in dem ganzen Schlammbiss, weil der Strong Viking ist ja so ein Schlammding. Aber wenigstens die erste Zeit und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Ja, seid gespannt, geht übermorgen los und dann sind wir wieder mit dem Sportvlog natürlich dabei. Mehr kann ich heute dazu nicht sagen, nach meinem Muskelfaserriss ist nicht mehr drin. Aber ich habe mich wenigstens mal gemeldet. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns.